In diesem Film möchten wir Ihnen am Beispiel der Maulwurf GmbH zeigen, wie einfach es ist, ein Aufmaß mithilfe von Google Earth, DigCut und der anschließenden Aufbereitung der Daten in MWM-Libero zu erstellen. Die Firma Hans Moser arbeitet dagegen mit der althergebrachten Messmethode. Sie misst vor Ort auf. Mit dem Maßband, Stift, Block und im Idealfall mithilfe eines Auszubildenden. Maulwurf GmbH, mein Name ist Bettina Engels. Was kann ich für Sie tun? Müller vom Museum Bonn. Guten Tag, Herr Müller. Wir haben hier eine Rasenfläche zu begrünen. Dafür brauchen wir ein Angebot. Können Sie uns das heute noch zukommen lassen? Also, ich will das gerne versuchen. Versprechen kann ich das nicht, aber wir schauen mal. Okay, tschö. Das ist gar kein Problem. Ich schicke Ihnen das heute noch per Mail raus. Vielen Dank. Alles klar, gut. Wiederhören. Auf Wiederhören. Jetzt aber los, keine Zeit verlieren. Die Konkurrenz schläft schließlich nicht. Aber halt! Haben wir da nicht etwas vergessen? Richtig, die Aufmaßutensilien. Ach Alex, komm da runter, wir müssen los, wir müssen Aufmaß machen für ein Angebot. Okay, komme. Wie sieht es denn bei der Konkurrenz aus? Hier werden zunächst nur die benötigten Programme gestartet. Während eine Anfahrt zum Objekt durchaus ihre Tücken haben kann. Achtung, Rot, Achtung! Es scheint, als gestalte sich bei der Maulwurf GmbH die Anfahrt wesentlich schneller und einfacher. Innerhalb weniger Mausklicks ist sie schon am Ziel. Jetzt noch die Fläche an den Eckpunkten markieren und schon ist die Größe ermittelt. Was sich traditionell doch etwas schwieriger gestaltet. Ja, ne, okay. Dann fangen wir da hinten an. Hin. Ja, gehst du da hin. Okay. Und dann los. Widrige Witterungsbedingungen gestalten manchmal das Aufmaß vor Ort zu einem Problem. Oft ist es aber auch die Unachtsamkeit der Mitmenschen, die das Vermessen behindern. Ja, 5,70 Meter. Mit der grafischen Methode per Google Earth dagegen muss nur noch die ermittelte Fläche an MWM-Libero übertragen werden. Und schon ist das Angebot fertig. Hallo Herr Müller, hier ist die Bettina Engels von der Maulwurf GmbH. Ich wollte Ihnen nur kurz mitteilen, dass ich das Angebot jetzt fertig habe und ich schicke Ihnen das kurz per Mail rüber. Also einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Tschüss! Beim herkömmlichen Verfahren fängt jetzt die Arbeit erst richtig an. Werte multiplizieren, dividieren, summieren und dann noch das Angebot schreiben. Zum Briefkasten muss das Angebot auch noch gebracht werden. Wird schon ankommen, Herr Moser. Ganz sicher. Irgendwann. Für die Anwendungen DigCut und MWM-Libero gibt es noch weitere Einsatzmöglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die direkte Aufmaßerfassung in einem digitalen Bauplan. Eine weitere ist die Abrechnung anhand von Fassadenfotos. In diesem Beispiel werden in DigCut eine Standard-DXF-Datei geöffnet und zwei Elemente aufgemessen. Die Elemente werden automatisch nummeriert. Sämtliche Informationen werden im Hintergrund von MWM-Libero aufgenommen. So ist auf Knopfdruck ein Aufmaß inklusive der grafischen Darstellung erstellt. In diesem Beispiel wird ein Fassadenfoto erstellt. Zusätzlich müssen zwei Referenzmaße gemessen werden. Dadurch ist eine fotogrammetrische Entzerrung möglich. Auf dieser entzerrten Darstellung wird das gewünschte Aufmaß durchgeführt. Und schon ist die Arbeit erledigt.